Und somit willkommen zu einer weiteren Runde Avengers. Wir legen gleich mal los. Wir müssen hier irgendwelche Schalter umlegen, weil wir sind hier irgendwie kurz vor dem Archiv. Das heißt, hier gibt es irgendwo ein Knöpfchen. Und das müsste dieses hier sein. Jawohl. Ja, das ist ja super. Hallo. Besteht die Chance, dass ihr mich nicht umbringen wollt? Jetzt können wir wieder ein bisschen durch die Gegend kicken hier. Und ich zähle die Jungs hier. Was ich krass finde, dass die davon ausgehen. Verdammt, da steht mir wohl ein Kampf bevor. Dass ich das hier irgendwie nicht überlebe. So, wir können die mal markieren. Genau. Da gibt es so einen kleinen Kurzschluss. Und dann machen die Dinge auch nichts. Jo, komm her hier. Kick some ass, jawohl. Ja, super. Aber hier können wir Energie einsammeln. Oh, der hat sich sogar versteckt hier. Alter, das gibt's ja gar nicht. Komm her. Mal ein bisschen Spaß haben hier mit dem Typen. Wo ist er denn hin? Ist er noch da oder ist er schon weggeflogen? Ach, da ist er. Jetzt muss auf jeden Fall Ruhe eingekehrt sein. Ich muss wohl noch mehr Schalter drücken, damit ich Strom kriege. Okay, darüber müssen wir. Ah, alles klar, hier sind sie ja. Oh, die nächsten Spinner schon wieder. Okay, wir schießen einmal die Drohnen weg. Ihr laufenden Toaster kriegt mich nicht. Er muss natürlich auch treffen. Ja. Wir müssen erstmal rüber. So, komm her. Die holen wir uns jetzt. Jetzt sei da drüben wieder. Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Wir sind aber zäh jetzt hier. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ja, da kommen sie. Zeig dich mal, du Feigling. Ey, das ist so ein feiges Missstück. Reichweite stimmt nicht. Jetzt haben wir sie.
Okay, kann jetzt nicht abhauen. Sehr gut. Jetzt muss aber Ruhe eingekehrt sein hier, oder? Oder will noch einer was? Höherstufige Ausrüstung verfügbar? Ja, das lassen wir erstmal. Machen das später. So, wir haben die Schalter jetzt alle an. Ich muss zu dem Schalter. Ich muss wissen, was im Archiv ist. Jetzt müsste der Schalter auch angehen. Ja, super. Also drei Schalter waren es insgesamt. Die haben wir jetzt alle umgelegt. Mensch, schlag zu. Weg. Ah, okay. Auch hinüber. Scheiße, ich schieße jetzt ja auch. Okay, ich habe meine Energie nochmal aufgeladen. Das war bitter nötig. Jetzt müsste die Tür aufgehen. Ja, da hinten ist jetzt ist auch auf. Das ist echt wie so ein kleines Äffchen, ne? Wie die hier rumspringt. Wahnsinn. Sei bitte hier, Jarvis. Vielleicht versteckt er sich in diesem Haufen super cooler Avengers-Sachen. Nein, konzentrier dich, Kamala. Du musst einen Hinweis finden. Wozu Pyrit ausstellen, wenn du dir das Original leisten kannst? Ich muss weitersuchen. Ja, unterm Schrank ist auch noch was. Mal hier, vielleicht ein Geheimversteck. Okay, Weste, Ausrüstung. Hier müsste ja auch was drin sein. Ich glaube, das hat Thor gehört. Vielleicht ein Geheimhebel? Oh, nein. Nur ein Krug. Ist auch kein Hebel, kein Schalter, kein nix. Ach, da hinten in der Ecke ist auch noch was. Und zwar hier. Die Mark 1. Wollte er das alles wieder abholen? Oh, hier ist auch noch was. Ah, Gitarre. Ich weiß, ich sollte nicht ausflippen, aber ich flippe gerade aus. Tony Starks Gitarre. Ja, okay. Ist ja schön, aber... Caps erster Schild. Der war am A-Day ausgestellt. Du öffnest keinen Geheimgang, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Wert. Hier haben wir noch eine Kiste, sehr schön. Wieder mit neuem Inhalt. So. Was ist hier? Wollte gerade sagen, Geheimgang, aber nur Pappe, das wäre ein Witz, oder?
Ihr seht gut aus, Leute. Wirklich, oder? Jarvis. Oha, das hört sich schon wieder nicht gut jetzt an. Jetzt muss ich den Hulk suchen und verschwinden. Was hast du denn da, Grille? Wieso gibst du mir das nicht? Ganz sicher nicht. Enttäuschend. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Sie sehen gar nicht mal so gut aus. An alle Einheiten, findet das Mädchen und geht mir aus dem Weg. Alter, krass, ey, wenn ich überlege. Ich kenne ja die Avengers überhaupt nicht. Und jetzt ist so ein Gegenstück von Hulk. Ja, den geben wir es aber ordentlich. Vielleicht doch kein Affe. Ah, scheiße. Das wäre zu freundlich für ein so groteskes Ding wie sie. Problem ist natürlich, er ist größer, stärker, extremer. Heftig, ey. Ich habe die Pläne des Archivs gefunden. Ich denke, jetzt finde ich auch zu dir. Hoffentlich ist sie bald bei uns. Ja, spüren Sie's? Diese Energie. Hier war meine Evolution. Ja, komm. Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall ordentlich anheizen, in der Hoffnung. Ich weiß nicht, ob wir den komplett packen. Bis jetzt geht's ja noch. So, Spezialkräfte. Will er irgendwie nicht. So, er hat doch die Grünen aufgeladen, ne? So, wir müssen noch mal ein bisschen rumlaufen und mal gucken, ob es hier irgendwie Energie gibt zum Einsammeln. Was ist denn das hier? Ah, sehr gut. Ja, ich glaube, den könnten wir packen. Ja, den hauen wir jetzt richtig ein vor die Mütze und dann ist hier aber auch Ruhe. Ja, wir haben ihn bald. Müssen wir eigentlich packen. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Mann, der Power, ey, das gibt's ja gar nicht. Der war ja bestimmt zwei Köpfe größer als wir und trotzdem hat er ihn umgeschlagen. Ist er tot? Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Hey, wo sind wir überhaupt?
Klar, ich führe Selbstgespräche. Okay. Zeig mir deine Geheimnisse. Was? Warten Sie bitte! Beruhig dich. In einer Minute ist alles vorbei. Verabreichung des Heilmittels. Was meinen Sie damit? Sie tun ihm weh. Na, die werden ihm wahrscheinlich die ganzen Inhuman Gene irgendwie rausziehen und ihn wieder heilen oder so, weil die sprechen ja mal von einer Infektion. Wo bin ich? Ein vielversprechendes Ergebnis. Fall 705 hatte einen bemerkenswerten Heilungsprozess und wird die nächsten 24 Stunden beobachtet. Das Abnormale wurde entzogen. Und er ist jetzt geheilt. Unmöglich. Sehr merkwürdig, das stimmt. Wir sollten verschwinden. Es ist nicht sicher. Ja. Natürlich. Wenn du willst, mach es dir hier gern ein bisschen gemütlicher. Oh, danke. Sie ist ja immer noch voll geschockt. Alles gut? Du bist doch sonst nicht so schweigsam. Ja, alles gut. Okay. Okay. Gut, also... Ja. Was, wenn es echt ist? Was hast du gesagt? Das Heilmittel. Was, wenn es echt ist? Ich meine, es sieht echt aus, aber... Was, wenn ich wieder normal sein könnte? Naja, weißt du, es... So funktioniert das nicht. Aber du hast es doch gesehen. Es tut bestimmt sehr weh, aber... Vielleicht ist es das ja wert. Kamala... Ich habe nie wirklich dazugehört. Meine Welt waren die Superhelden und ich dachte, wenn ich diesen Fanfiction-Wettbewerb gewinne, würde alles irgendwie... Es spielt keine Rolle. Sieh mich doch an. Ich bin ein Freak. Wow, du bist kein... Was du da getan hast. Hey. Was du getan hast, war echt mutig. Es war dumm. Aber trotzdem mutig. Sehr nett. Dumm, aber mutig. Und es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Gut ist nicht, was du bist. Wie bitte? Gar nichts. Danke. Das Zimmer ist echt toll. Okay. Oder wird es sein? Okay. Also, wenn's fertig ist. Ja, es ist. Tob dich aus. Gut. Ja, danke. Okay, ich gehe und mach irgendwas. Okay. Alles klar. Krass, wie viel Klamotten der braucht, ne? Wenn er immer wieder zum Hulk wird und alles zerreißt. Gut gemacht, Kamala. Das war überhaupt nicht peinlich. Aber jetzt habe ich ein Zimmer auf der Chimera. Passiert das wirklich? Eine von uns. Kamalas neues Zimmer erkunden. Die Aussicht war bestimmt toll, als das Ding in der Luft war. Vielleicht kann Mr. Stark es reparieren. Ah!
besser. Wer schon hat krass, ne? Mir hier gewohnt? Sie ist ein Fangirl und erlebt sowas. Das ist natürlich wirklich schon ein Highlight. Warte mal, ich wollte ja das Zimmer noch weiter erkunden. No, hier gibt es nämlich auch noch was. Ziemlich unordentlich hier. War vermutlich ein Lagerraum oder sowas. Ich sollte mit Bruce reden. Oder ich sehe mich noch etwas um, jetzt wo einige Türen funktionieren. Damit er vergisst, dass ich geweint habe. Können Sie die Leiter eigentlich hochgehen? Nee, ne? Hier oben ist nichts, oder? Nee. Okay, sie kann sich ja noch ein bisschen umsehen, hat sie gesagt, weil einige Türen funktionieren. Das ist ja schön. Hier geht aber nichts auf. Aber man merkt, es gehen nicht alle Türen auf. Okay, Comics gefunden, sehr schön. Dann gehen wir hier mal hin. Wir sollten hier ein paar schöne Kräuter anbauen. Basilikum, Thymian, vielleicht Oregano. Hört sich lecker an, gute Idee. Wir fangen gleich an. Was ist das alles? Auf jeden Fall fett zu entdecken hier, ne? Überall ist irgendwas. Hier ist auch wieder eine neue Kiste. Ah, hier ist das Kommandodeck. Da bin ich mal gespannt, ob das aufgeht. Ja, geht auf. Ja, auch wieder eine schöne Kiste. Hey Bruce, tut mir leid. Keine Sorge, ich verstehe schon. Was Neues von du weißt wem? Gutes Timing, ich wollte es mir gerade ansehen. Hilfst du mir mal auf der anderen Seite? Drück einfach den Knopf. Da knurrt gleich der Magen. Großartig, das Ding gehört in ein Museum. Nee, du sollst einen Knopf drücken. Und jetzt auf der anderen Seite. Wahrscheinlich hier. Nee, da. Ja, alles klar. Das ist eigentlich nicht auf der anderen Seite, sondern nebenan. Aber egal. Guten Tag, Dr. Banner. Oh, wow. Wir haben es geschafft. Tony Starks fantastischer Computerkumpel. Oh, ich bin nur ein hochintelligentes System. Es ist mir eine Ehre, Miss... Khan, aber du kannst mich Kamala nennen. Sehr erfreut, Miss Kamala. Was ist los? Der Einsatztisch kriegt zu wenig Energie. Die Notabriegelung des Systems ist aktiv. Ich habe wohl die Sicherheitssensoren im Labor ausgelöst. Wir müssen sie deaktivieren. Ich mach das! Das wäre schön. Hier ist noch eine Kiste. Kisten über Kisten. Überall stehen Kisten rum. Achso, da steht ja auch mal drüber, welcher Raum das ist, ne? So, Center Quarters. Achso. Das ist hier Science... Ah, das ist das Labor. Okay, Bruce. Wonach suche ich? Du benutzt die Konsole auf dem Labortisch, um die Sensoren zu deaktivieren.
Konsole auf den Labortisch, also hier. Dann machen wir das doch mal. Hoffentlich erfahre ich von dieser Blutmaschine mehr über meine Kräfte. Ups. Ich glaube, ich hab's schlimmer gemacht. Schon okay. Das heißt nur, du musst die Sicherheitssensoren manuell deaktivieren. Such die kleinen roten Lichter. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Mit deinen Fähigkeiten. Ernst? Ja, richtig. Mann, dehnbare Arme. Genau. Hab einen. Okay, das ist einfach. In einer meiner Geschichten muss Iron Man Straßenlampen ausschießen, damit Black Widow in eine Hydra-Basis eindringen kann. Ach ja, das ist schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Avenger sowas wirklich machen muss. Also, nicht, dass ich ein Avenger wäre. Das Schöne ist, dass die roten Lampen natürlich gut zu erkennen sind. Da oben sind die nächsten. Oder die nächste. Fast geschafft, Kleine. So, eine noch. Ach, da oben. Okay, das war's. Super. Komm zurück. Jo. Heldenherausforderungskarten freigeschaltet. Das ist auch super. So, er ist ja am Kommandodeck hier. Siehst du, ich will da immer irgendwie durch diese Folie laufen. Aber es geht ja hier lang. Gut gemacht, Kamala. Jarvis, suchen wir Tony. Jarvis? Die Suche läuft. Warten Sie. Irgendetwas stimmt nicht, Dr. Banner. Das ist nicht gut. Oh je. Mein neurales Uplink wurde beim Absturz der Chimera beschädigt. Das ist hochspezielle Shield-Technologie. Ohne sie habe ich keinen Zugriff auf die globale Datenbank. Shield? Lasst uns Maria kontaktieren. Maria Hill? Leitet sie jetzt Shield? So ungefähr. Niemand weiß, was mit Direktor Fury passiert ist. Hill ist unsere einzige Vertrauensperson. Bruce, es ist schön, Sie zu sehen. Nach meinem Treffen mit dem Hulk war ich unsicher, ob wir uns nochmal sehen. Ja, tut mir wirklich leid. Hulk hatte einige Probleme. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Dieser Tag hat unser aller Leben erschüttert. Es freut mich, dass die Avengers wieder in Aktion sind. Nun, nicht ganz. Hi! Kamala Khan. Im Moment sind's nur wir zwei. Wir versuchen, Mr. Stark zu finden. Ja, wir brauchen ein neurales Uplink. Sie haben sicher eins auf Lager. Alle unsere Ressourcen wurden von AIM beschlagnahmt und die meisten Agents sind abgetaucht. Aber ich weiß vielleicht, wo man suchen muss. Ich sende die Koordinaten an Ihren Einsatztisch. Infos kriegen Sie unterwegs. Soll ich den Quinjet startbereit machen, Sir? Welchen Quinjet? Oh. Überwachungsnetzdaten. Bestimmen Sie mit dem Einsatztisch das Ziel des Quinjets für Ihre nächste Mission. Die Koordinaten von Commander Hill führen zu einer abgelegenen Einrichtung in einer Tundra. Ich habe die Position auf Ihrem Einsatztisch markiert. Missionen, die für Ihre Ermittlungen gegen AIM wichtig sind, werden mit dem A der Avengers markiert. Ich hielt das für angemessen. Ja, das ist schon gut. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Einige Missionen enthalten Gegner mit Spezialfähigkeiten und Modifikatoren. Sie sollten sich die Modifikatoren ansehen und ihre Ausstattung für die Mission darauf ausrichten. Die AIM-Truppen in dieser Region benutzen angeblich Kryo-Waffen. Legen Sie Kälteschutzausrüstung an, um Ihre Überlebenschancen zu verbessern. Okay, ohne Links kein Voran. Kampagnenmission. Schildmarken, Missionsmodifikation. Missionsreihe verfolgen. Mission wählen. Krass, selbst er wusste nicht mehr, dass da noch ein Schiff ist.
Ich hatte keine Ahnung. Wirklich. Aha. Du wolltest nur einen Ausflug in deinem Wohnwagen machen. Nein. 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 Okay, Heldenkader. Mission starten, Heldengefährten auswählen. Dann können wir als Gefährten... Achso, wir haben ja nur Hulk zum Auswählen. So, ich würde sagen, Mission starten. Mission beginnt in 2, 1 und ab. Okay, Hulk, wir müssen dieses neurale Uplink finden. Vielleicht kann Mr. Stark weitere Aufnahmen von dem finden, was Cap zugestoßen ist. Zumindest hoffe ich das. Hulk ist immer sehr schweigsam. Ja, der kann auch immer nur... Ich gebe dir Zugriff auf die Geheimfrequenz von S.H.I.E.L.D. Sie müsste dich zu dem Bunker führen. Moment, ich habe hier Störungen. Etwas da unten blockiert den Tracker. Finde heraus, was es ist. Okay. So, wollen wir mal gucken. Muss die nicht irgendwie einen Kälteanzug oder so tragen? Irgendwas war doch, warte mal, Ausrüstung. Hätte sie auch gesagt. Heldenausrüstung. Nahkampfausrüstung. Ausrüsten. So, Kosmetik. Fernkampf. Bla bla bla. Sammlung. Aim. Bunkern. Funken. Selbst. Tätig. Bleib von ihrem Radar weg. Commander Hill? Hallo? Funk ist ausgefallen. Jetzt liegt es an uns. Keine Sorge. Ich führe sie zu ihren Störsendern. Da oben. Da ist ein AIM-Landungsschiff. In der Nähe ihrer Position befindet sich eine besondere Feindeinheit. Sie hinterlässt vielleicht etwas Nützliches, wenn sie besiegt wird. Das habe ich gehört. Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Ich mache euch fertig. Ich mache euch fertig. Ich würde sagen, wir laufen erstmal wie Forrest Gump. Um an das Ziel zu kommen. Kämpfen können wir später noch. Okay, da war... Ja, es ist schön hier draußen. Alter, die hat aber auch Gummiarme. Mann, Mann, Mann. Ich kann die Landschaft zur späteren Betrachtung aufnehmen. Ja, tut mir leid. So, Depots sind befestigte Strukturen, die es in Warzones gibt. Es ist zwar meist mühsam, dort einzudringen, aber sie enthalten wertvolle Ausrüstung, Ressourcen und Sammelobjekte. Das ist doch schön. Aufs Ziel. Ich frag mich, was wohl in dem AIM-Gebäude ist. Falls es Sie interessiert, es gibt einen externen Sperrmechanismus zum Öffnen der Türen. Ja, einen Schalter oder so. Willst du dich mal umsehen, Hulk? AIM voraus! Kannst ich muss du näher ran, um ins System einzudringen. Dann nicht! So einen externen Schalter. Wo muss denn der sein oder wo wird der denn sein? Ist hier irgendwas? Ach, da oben. Ah, ich schlumpf. Sie brauchen den Verursacher der Signalstörung, bevor Sie den Bunker suchen können. Entschuldigung. Weitermachen. Okay, den Störverursacher. Könnte das Ding hier irgendwie sein? Nee, ne? Es steht zwar 244 Meter, aber... Naja. Okay.
Ich habe mich nicht getraut, da so tief runterzufallen. Aim ist hier. War für mich erstmal wichtig, das Ziel zu erreichen. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Kein Problem. Ach, kein Problem. Jawohl, jetzt fängt die Party an. So, wir zerstören erstmal die Einheiten hier. Dass sie nicht mal auf uns ballern können. Weil die haben nämlich vorhin auch nochmal auf uns geschossen. So, das ist der Knotenpunkt. Den müssen wir jetzt beschützen. Und das machen wir jetzt auch. Miss Khan, das Shield-Signal wird von einem lokalen AIM-Sicherheitsknoten blockiert. Sie müssen mich in die Nähe bringen, damit ich die Störung beseitigen kann. Okay, dann mal hin zu diesem Knoten, Hulk. Jarvis muss sein Ding machen. Wir können ja theoretisch jetzt immer rumlaufen. Weil das ist ja quasi der Knotenpunkt, wo wir sein müssen. An der Entstörung des Signals. Bleiben Sie einfach in der Nähe des Sicherheitsknotens. Dann machen wir doch. Schon besser. Jemanden in deiner Größe. Ach, Hulk ist jetzt sogar... Ach, sie wird immer größer. Ich dachte, die anderen werden immer kleiner. Wie läuft's, Jarvis? Ich komme voran. Halten Sie diese AIM-Truppen bitte vom Sicherheitsknoten fern. Naja, besser gesagt als getan hier. Hier kann ich mal Energie sammeln. Energie sammeln, Energie sammeln, Energie sammeln. Und jetzt wieder hier zum Punkt. Alter, es ist so geil, wie sie die wegkickt. Das ist echt episch hier. Ich habe den Sicherheitsknoten gleich unter Kontrolle. Dauert nicht mehr lange. Alter, es ist so heftig hier, wie das abgeht. Alter, der ist übel drauf hier. So. Die Bösen werden nicht gewinnen. Alter, wie lange braucht der denn, um den Sicherheitsknoten da fertig zu machen hier? Diese Feinde müssen besiegt werden. Er hat gut reden hier. Hier ist nur Energie. Ich sammle, muss Energie einsammeln. Ah. Okay, jetzt müssen wir aufpassen.
Ich muss mal gucken, dass irgendwo nur Energie rumliegt, die ich einsammeln kann. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, das war schon mal ganz nice. Jetzt verpisst euch hier, ey. Okay, ich habe das Gefühl, sie hat immer weniger Kraft, kann das sein? Weil die haut gar nicht mehr richtig zu. Richtig treten tut sie auch nicht mehr. Aber wir haben wieder volle Energie. Sehr gut. Das Signal müsste jetzt durchkommen. Laut und deutlich. Der Tracker wird sie zum Shield-Bunker führen. Dem Piepton folgen. Schon klar. Immer noch kein Kontakt zu Commander Hill, huh? Jetzt nur nicht nervös werden. Nichts wie raus aus der Kälte, Hulk. Moment. Wird dir kalt? Daten nach wie vor nicht eindeutig. Nicht eindeutig. Okay, wir müssen... Wir können ungefähr, wenn wir rennen, sehen, ob wir... Ob die Meter weniger werden oder nicht. Den Bunker zu finden ist schwerer als gedacht. Die Richtung ist, glaube ich, ganz gut. Ja, sehr gut. Ja, noch ein Stück. Ja, komm, lauf. Noch 77 Meter. Jetzt müssen wir in die Richtung. Alter, wir haben es bald geschafft. Hey, Jarvis, glaubst du... Ah, hier ist doch der Bunker, oder nicht? Nee. Jetzt laufen wir wieder in die falsche Richtung. Jetzt wieder in die richtige. Wie viel haben wir denn jetzt? 8 Meter, so... 7, 6, 5, 4. Ah, hier. Jetzt, wir haben ihn. Alter, das war mal ein Krampf. Ich glaube, wir sind da. Gut gemacht. Hoffentlich ist das neurale Ablenk darin. Wir werden dich ganz schnell wiederherstellen, Jarvis. Danke. Eine Existenz ohne sofortigen Zugriff auf sämtliche Informationen des bekannten Universums ist recht unangenehm. Ah, da gebe ich ihm recht. Wie fühlt sich das an? Also, so ohne Ablenk. Ist das wie Gedächtnisverlust? Ich weiß nicht, was das menschliche Äquivalent ist. Vielleicht, wenn man aus der Bibliothek ausgesperrt wird. Oh, wie wenn Ami das WLAN ausschaltet. Ungefähr. Es wird hier aber auch nicht ganz ohne sein. Sieh dir das alles an! Dann suchen wir jetzt mal. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Mal 15 Meter. Ja, da sehe ich nichts. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier erstmal runter. Okay, nehmen wir erstmal das Hauptziel. Ja, das müsste die Kiste sein. Das neurale Ablenk ist. Machen wir doch mal. Oh, wow. Was passiert hier? Wir haben möglicherweise ein geheimes Shield-Sicherheitssystem ausgelöst. Avenger geortet. Hallo, Avengers. Ist eine Weile her. Nick Fury. Wenn ihr das hört, hat sich das Schlimmste ereignet. Ich bin nicht mehr da und brauche euch jetzt mehr als je zuvor. Ich wusste, dass Shield fallen kann und sorgte dafür, dass es sich wieder erheben kann. Das sind die Shield-Protokolle. Shield sollte die Welt beschützen. In Zeiten wie diesen, in denen die Hoffnung schwindet, müssen wir besonders standhaft sein. Tut mir bitte einen Gefallen. Übergebt die Protokolle einem der verbliebenen Suchtdirektoren. Damit können sie Shield wieder aufbauen.
Viel Glück, Avengers. Fury Ende. Das war Direktor Fury. Also Shield Direktor Fury. Sehr interessant auf jeden Fall. Die Protokolle, von denen er gesprochen hat, müssen da drin sein. Dann gehen wir da mal rein, aber... Ja, hab ich schon fast gedacht. Über die Kassetten. Achso, das hatten wir ja schon geöffnet sogar. Ist klar, dann halten wir das Ganze hier mal. Und jetzt kommen unsere Gegenspieler. Die sind nicht ohne. Die kann man ganz gut schaffen. Problem ist halt nur, wenn die mit ihren Lasern schießen. Sie müssen ihnen gefolgt sein. Schützen Sie das Uplink. Ich kann die Protokolle auf einen sicheren Server hochladen. Das machen wir doch mal. Diese Daten wieder zur Chimera bringen. Können wir sie aufhalten? So geht das. Wir schaffen das. Ist doch ganz nice. Habt ihr ein paar Probleme? Alter, wie sind das denn schon wieder? Ah, nice, sehr gut. Toller Move. Oh Mann, das tut weh. Ah. Jetzt komm Hulk, rette mich. Wiederbeleben. Danke. So, dann müssen wir gleich drauf. Der darf gar nicht erst das Gefühl haben, dass nichts passiert hier. Das ist wirklich richtig geil. So, den haben wir auch platt gemacht. Noch einer da? Waren ja drei Stück, glaube ich, ne? Die Daten sind sicher. Und wir haben deinen. Wow. Gut gemacht, Hulk. Gamma High Five. Nichts wie weg hier. Alter, heftig, wie er die platt gemacht hat. Zum Schluss richtig geil. Wow. Direktor Fury. Das war mehr, als wir erwartet hatten, oder Jarvis? Wir bringen das besser zurück zu Chimera. Berechne jetzt Kurs. So, weiter geht's. Ziel wird angesteuert. Angesichts der erfolgreichen Installation des neuralen Uplinks habe ich jetzt vollen Zugriff auf meine Datenbank. Direktor Hill analysiert die Shield-Protokolle, die sie ebenfalls geborgen haben. Geht's dir besser, Jarvis? Es scheint alles wieder zu funktionieren. Sie ahnen nicht, wie viel das für mich bedeutet. Für Shield. Danke, Bruce. Dir auch, Kamala. Damit kann ich S.H.I.E.L.D. ernsthaft wieder aufbauen. Falls Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie mich. Wir werden uns jetzt sicher wieder öfter sehen. Ich freue mich darauf, Direktor. Soll ich jetzt salutieren oder so? Nicht nötig.
Viel Glück Ihnen beiden. Jarvis, kannst du uns zu Tony bringen? Das wird zwar etwas dauern, aber ich denke, ich kann Mr. Stark finden. Bis dahin habe ich im Harmraum etwas entdeckt, das für Miss Khan von Interesse sein könnte. Und was soll das sein? Die holographische augmentierte Realitätsmaschine. Etwas, womit die Avengers trainieren. Wow, klingt ja abgefahren. Ich muss Sie allerdings warnen, das System ist ein wenig chaotisch. Harmraum freigeschaltet. Der Harmraum ist die holographische augmentierte Realitätsmaschine, ist nun verfügbar. Verwende den Harmraum, um Fähigkeiten des Helden simulieren, Kampfumgebung zu trainieren. Der Harmraum ist im unteren Stockwerk der Hangarbucht. Danke, Jarvis. Okay, Freunde, aber bevor wir das machen, würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Abonniert mal den Kanal, lasst mal ein paar Kommentare da, Daumen nach oben, ich habe Bock auf mehr. Wenn ihr noch Bock auf mehr habt, dann penetriert mal den Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.